Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City Armored Edition. Und ja, wir sind stehen geblieben auf der Amüsiermeile, wie wir es hier sehen, am 19. März. Das ist etwas über 20 Tage her. Mein Gott, ich denke, es wird gehen. Wir sind auf jeden Fall stehen geblieben, nachdem wir Ra's al Ghul endlich besiegt haben, dann aus den ganzen Karpaten wieder rausgekommen sind und jetzt müssen wir endlich zu Freeze, da wir jetzt das Heilmittel herstellen können. Ja. Dann schauen wir mal, wie lange der Ladebildschirm hier noch braucht. Und, ach genau, und wir haben noch den Bürgermeister da kopfüber gehangen, wie wir es gerade sehen. Genau. So. Ja. Schön, damit sind wir ja direkt im Prinzip schon da, wo wir hin müssen. Kommen wir jetzt da rein. Die Fledermaus. Machen wir mal hier ein paar Leute K.O. Hallo, ich drück doch X. Eieiei, wie war denn das nochmal mit den Schilden? Ich weiß es nicht mehr. Ah, genau, doch. Das war irgendwie mit Doppel-A und dann X. Angriff von oben, aber ich... Wow, ich komme gerade überhaupt nicht mehr auf die Konter, klar. Du stirbst, ja, Missgeburt. Ah, was denn? Mein Gott, erster Kampf und ich bin hier schon kurz vorm Verrecken. Mutter nicht wieder. Das wird sehr wehtun, Batman. Eieiei, das gibt noch Probleme hier mit den Türschild-Dinger Typen. Ach, X war Konter. Das ist hier einfach total anders als bei Assassin's Creed und damit bin ich jetzt inzwischen fast durch. Ach, ABB war's. Okay, gut zu wissen. Vielen Dank, Spiel. Bam. BB. Zack. Und von oben. Und du liegst erstmal. AB. ABB. Na gut. Ei. Kurze Findungsphase. Das war alles geplant. Schnauze. Wir machen das nochmal. Ja, die Gegner werden immer stärker. Aber das kann man auch irgendwo nachvollziehen, weil so wie ich das gesehen habe, haben wir zwar erst 18% vom Spiel, aber wir nähern uns dem Story-Content, dem Ende vom Story-Content. Ja. Es gibt wohl sehr viele Secrets hier in diesem Spiel. Naja, ich würde gerne da hoch. Genau. Ist vielleicht einfacher, von hier oben die Typen kaputt zu machen. Wir machen hier erstmal einen Sprungangriff. Yay, Kadusch. Und da dieser Scheißtyp gepanzert ist, hat ihm das überhaupt nichts gemacht, du Arschgesicht. Ei. Bam. Ah, Y. Niederschlag. Funktioniert nicht, wenn ich die ganze Zeit angegriffen werde. So. Hallo? Was machst du denn da, Batman? Also, man sollte vielleicht auch in irgendeine Richtung dabei drücken. Ah. Ja, genau das wollte ich. Ah, fuck. Angriff von oben. Nein! Ey, die ganzen Kampftechniken, die habe ich überhaupt nicht mehr drauf. Ich war jetzt im Urlaub und habe da gar nicht gezockt. Und dann bin ich wiedergekommen und habe erst ein bisschen Assassin's Creed gezockt. Und ja, genau das passiert dann dabei. Was denn? Okay, du bist tot. Au! Schön so kugelsichere Westen zu haben, wenn man aber von Schlägen trotzdem getroffen wird, bringt einem das gar nichts. Ach, Manno! Verdammt! Ja, gut. Hätte gedacht, dass du ein bisschen kämpfst. Auch das war weiterhin nur Training. Hab mich wohl geirrt. Ist alles geplant.
Wir machen das nochmal. Ja, gut. Diesmal in richtig, bitte. Danke. Nein, also Assassin's Creed habe ich jetzt fast durch. Ich bin bei 99%. Ich muss nur noch ein bisschen Geld auftreiben, um mein Schiff da voll aufzurüsten. Für die Leute, die Assassin's Creed auch gespielt haben, die wissen, was ich meine. Und zwei Nebenmissionen muss ich noch auf 100% bringen. Ansonsten habe ich wirklich alles. Und dann muss ich aber noch die Tyrannei von König Washington spielen, den DLC, den ich mir gekauft habe. Und dann habe ich das Spiel endlich komplett durch. An sich ein cooles Spiel. Vielleicht hin und wieder bei den Nebenmissionen, die man, um auf 100% zu kommen, doch echt die einen frustrieren können, ohne Gleichen. Bam! Okay, ich wollte zwar nicht von oben angreifen, aber okay. Wow! Das fand ich gut. War zwar nicht geplant, aber... Ah! Du wirst mich nicht besiegen! So, und du wirst gekontert und du... Ah, du nicht. Mann, was soll das denn? Es sind einfach viel zu viele. Heute wirst du sterben. Das gibt's doch nicht. Mann. Das war jetzt nicht mehr geplant. Oh, Bats. Ich hätte gedacht, dass du länger durchhältst. Ja, das hätte ich auch gedacht. Danke. So, machen wir nochmal. Toller erster Part. 7 Minuten bislang einfach nur fighten. Grandios. Naja. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. als nächste Aufnahme kommt dann auch wieder mal Pikmin. Eventuell komme ich morgen zum Aufnehmen. Wir haben den 9.4., also am 10.4. Und das wird dann auch irgendwie wieder zwischen die anderen Parts geschoben. Ihr werdet es ja sehen. Und dann kommt irgendwann die Tage auch irgendwann ein 50-Abonnenten-Special. Ich habe nämlich inzwischen 50 Abonnenten und da bin ich sehr stolz drauf. Ich finde, da kann man sich was drauf einbilden. Ich meine, ich habe keinerlei Werbung für meinen Channel gemacht oder sonst was. Das sind größtenteils Leute, die mich irgendwie gefunden haben. Abgesehen von den Leuten, die meinen Kanal hier über das Let's Play Forum gefunden haben. Das ist aber auch die einzige Werbung, die ich hier halt mache. Und von daher finde ich das gar nicht verkehrt. Schade, das hat nicht funktioniert. Hi. B-Wahllauf. Stimmt, da war was. Mann! So. Ah, dich wollte ich nicht angreifen. So, du kriegst eine zurück. Du kriegst einen von oben. Und zwar so. Au! So, du kriegst erstmal Niederschlag. Oder auch nicht. Und ich bin schon wieder fast tot. Es sind einfach zu viele. Das funktioniert nicht. Wir hören auch nie das Geräusch, dass irgendeiner dann komplett mal tot ist. Ja, jetzt sind wir wieder komplett tot. Toll. Also irgendwas muss ich da doch definitiv perfektionieren. Glücklicherweise ist da keiner mit einer Knarre dabei. Wird bestimmt super. Ja. Unglaublich. Ich freue mich schon. Total. So. Überall Katzenhaare hier auf dem Gamepad. Unfassbar. Naja, ich habe da so ein Silikonkondom drum und irgendwie zieht das Katzenhaare magisch an. Aber das sieht trotzdem besser aus als das total verfettete Gamepad. Mit ganz viel
Fingerabdrücken drauf. Also von daher. So. Knarren hat da keiner. Es ist die blöde Fledermaus. So. Und Angriff von oben. Zack, zack, zack. Ah! Das Kontern funktioniert nicht, weil man viel zu wenig Zeit hat. Das ist meine Meinung. Das ist der Ort, an dem du sterben wirst. So. Und du kriegst auch auf den Sack. Und du auch. So. Nein, ist zu spät. Ich wollte ihn jetzt gerade direkt niederstrecken, aber... Jawohl! Immerhin schon mal einer tot. Zwei tot. Drei tot. Vier tot. Und du musst jetzt auch dran glauben. Bam! Wieso tut ihr mir das ständig an? Scheint fast so, als würdet ihr euch jeden Tag beim Aufstehen überlegen, wie ihr mich am meisten enttäuschen könnt. Harley, wenn du im GCPD-Gebäude bist, dann knall ein paar von den Typen da ab, ja? Kein Problem, Schatzi. Falls von euch gut einer lebt, sofort zur Basis zurückkommen! Wie wähle ich denn jetzt nochmal die, Dingens, die Waffen aus? Ah, okay, ich hab's. Distanzstromladung. Und dann machen wir das Tor mal auf. Zack. Frisch hier. Und dann gehen wir mal hier rein. Wieso nicht? Der Eingang war doch hier. Ah, nehmen wir den Eingang so lange. Und damit sind wir in der Gotham City Police Department. In der Polizeistation. So, sehen wir hier irgendwas auf der Karte? Nö, natürlich nicht. Freeze? Da kommen wir, glaube ich, nicht drunter her. Das ist ein bisschen kalt. Ich würde gerne dahin. Vielleicht kommen wir. Ja, so ungefähr. Da ist Mr. Freeze. Moin! Was hast du mir denn anzubieten? Beeindruckend, Batman. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Ich halte meine Versprechen, Victor. Das solltest du mittlerweile wissen. Die Formel ist vollständig. Der Verbindungsprozess war anscheinend erfolgreich. Wie fühlst du dich? Du siehst schlecht aus. Gib es mir. Ich fürchte, das geht leider nicht, Batman. Du kommandierst mich nicht mehr. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen. Ich denke schon. Der Clown hat meine Frau. Du wirst sie mir zurückbringen. Ich glaube nicht, dass du das tun willst, Freeze. Doch, ich glaube, ich will. Entweder du bringst mir Nora, oder...
stirbst.